Die Hamm-Klinikengruppe besteht aus 4 Fachkliniken für onkologische Rehabilitation und Anschlussrehabilitation. Unsere Standorte sind die Klinik Bellevue in Bad Soden-Saalmünster, die Klinik Nahetal in Bad Kreuznach, die Klinik Nordfriesland in St. Peter-Ording und die Klinik Parktherme in Badenweiler. Alle Hamm-Kliniken haben sich im Laufe der Jahre auf die onkologische Nachsorge spezialisiert und agieren richtungsweisend auf diesem Gebiet. Für unser breites Therapieangebot ist ein motiviertes, engagiertes und kompetentes Therapieteam unverzichtbar. Wir beschäftigen Physiotherapeuten und Ergotherapeuten, Sportwissenschaftler und Masseure sowie Sozialarbeiter und Psychologen und Ernährungsberaterinnen. In meiner täglichen Arbeit mit den Patienten lässt sich meine Freude an der Bewegung und am Umgang mit Menschen optimal verbinden. Der Arbeitsalltag in der onkologischen Reha ist sehr abwechslungsreich. Er reicht von physiotherapeutischen Einzeltherapien über Gruppentherapien wie Gruppengymnastik oder Nordic Walking bis hin zu Vorträgen und Seminaren, die zur Genesung unserer Patienten beitragen sollen. Wir stehen außerdem in ständigem Austausch mit den Ärzten und den anderen therapeutischen Berufsgruppen und so versuchen wir im interdisziplinären Team einen möglichst individuellen und optimalen Therapieplan für jeden Patienten zu gewährleisten. Unsere Patienten sind dabei immer hoch motiviert und nehmen mit großer Freude an den Anwendungen immer teil. Und so habe ich es eigentlich noch in keinem anderen therapeutischen Bereich vorher erlebt. Und so bekommt auch jeder Therapeut immer viel Anerkennung und Dankbarkeit von den Patienten zurück. Um eine hohe Qualität sicherzustellen, arbeiten wir ständig an unseren Therapiekonzepten und versuchen sie immer weiterzuentwickeln und an die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse anzupassen. Dabei kann sich jeder Therapeut aktiv einbringen und mitgestalten. Ja, das ist eine sehr dankbare Aufgabe, hier auch als Psychologe zu arbeiten. Nicht zuletzt, weil unser Tätigkeitsfeld sehr umfangreich ist, ausgesprochen abwechslungsreich. Über Einzelgespräche, wo es darum geht, diese Ressourcen zu aktivieren der Patienten und nicht nur krebsbezogene Belastungen zu besprechen, manchmal bringen die auch andere Themen mit, halten wir hier als Psychologen auch Fachvorträge, zum Beispiel zum Thema Stressbewältigung oder zum Thema gesunder Schlaf oder zum Umgang mit dem Fatigue-Syndrom und darüber hinaus gibt es, und das finde ich ganz großartig, für die Patienten hier die Möglichkeit, auch an Gesprächsgruppen teilzunehmen und dann leiten wir auch Entspannungsverfahren an, zum Beispiel imaginative Techniken, die Selbstheilungskräfte aktivieren der Patienten oder das autogene Training ist ein sehr beliebtes und anerkanntes Entspannungsverfahren. Es ist einfach toll, in einem interdisziplinären Team zu arbeiten, wo einfach gerade in unserer Klinik, ich habe das bislang bei keinem anderen Arbeitgeber so erlebt, eine so wertschätzende Atmosphäre auch untereinander herrscht. Die Ernährungsberatung ist schon ein ganz wichtiger Teil in der Onkologie, weil wir viele Patienten haben, die nicht alles essen können. Wir haben halt den großen Vorteil bei uns hier in der Klinik, dadurch, dass wir auch selbst noch kochen, noch eine eigene Küche haben, dass wir gerade auf diese ganzen individuellen Probleme, die die Patienten mitbringen, direkt reagieren können. Wir können vieles angepasst zubereiten und das zeigt den Patienten dann auch, dass es zu Hause auch machbar ist. Also wenn wir zum Beispiel Magen- oder Darmoperierte Patienten haben, dann läuft das bei uns so ab, dass wir die binnen der ersten 24 Stunden nach Anreise zu einem Einzelgespräch sehen. Dann gucken wir, wo steht der Patient, wie geht es ihm, braucht er eine blähungsarme Kost, braucht er eine weiche Kost, all solche Sachen. Also das läuft in den Einzelberatungen ab. Wir haben dann aber auch für die Magen- oder für die Darmoperierten nochmal eine Gruppenveranstaltung, wo sie einfach sehen, da sind noch andere Patienten, denen es ähnlich geht. Sollten Patienten jetzt vom Arzt nicht zu uns geschickt werden, dann haben wir die aber trotzdem auf dem Schirm und sprechen die meistens beim ersten Frühstück eben oben auch im Speisesaal an, ob wirklich alles okay ist. Von daher auch, dass der Patient uns einfach kennt und weiß, er kann da seine Probleme loswerden, kann Fragen loswerden, wenn wirklich im Laufe der Reha nochmal irgendwas an Problematiken auftreten sollte. Essen und Trinken ist ja schon ein ganz, ganz großer Teil unseres Lebens, ist ganz, ganz viel Lebensqualität und wir freuen uns natürlich, wenn unsere Patienten an diesen sozialen Kontakten auch wieder teilnehmen können. Die Steigerung der Lebensqualität ist ja ein großes Ziel, was unsere Patienten oft hier auch aussprechen
Und wir freuen uns wirklich, wenn wir das auch so ein Stück weit bewerkstelligen können, dass einfach die Lebensqualität steigt und die Patienten mit viel Freude auch zu Hause am Leben wieder teilnehmen können. Vielseitigkeit, vertrauensvolle Zusammenarbeit und Wertschätzung, das zeichnet das Arbeiten für uns Therapeuten in den HAM-Kliniken aus. Werden auch Sie Teil unseres Teams.